Ich finde am tollsten, dass wir hier viele Sachen gelernt haben, die man früher noch gar nicht gewusst hat. Wir sind in der Grundschule im Klei, hier in Hagen und Limburg. Wir sind eine recht große Grundschule mit 14 Klassen und 330 Grundschülern. 2015 haben wir mit der Lernwerkstatt gestartet, mit dem Programm Fliegen lernen und sind bis heute mit dabei, sehr erfolgreich und sehr begeistert. Ja, in der Lernwerkstatt läuft es meist so ab, dass wir uns zusammen in einer Planungsrunde treffen. Hallo und herzlich willkommen heute bei uns in der Lernwerkstatt. Wir hatten folgende Forscherfragen. Kann man Luft sehen? Was passiert, wenn Luft warm wird? Ist Luft überall? Wie viel Kraft hat Luft? Wiegt Luft etwas? Was ist, wenn Luft verbraucht ist? Dann geht's ans aktive Forschen. Jedes Kind weiß dann eigentlich Bescheid, was es machen möchte, was hat es sich zum Ziel gesetzt, wo will es weiterarbeiten. Wir arbeiten einfach so los und versuchen Experimente zu machen hier in der Lernwerkstatt. Was passiert, wenn ich jetzt die Kerze anmache und das Glas darüber mache? Wir gucken es einmal an. Okay, die Kerze ist jetzt an. Wir machen das Glas rüber. Aber die Kerze braucht ja Sauerstoff, um zu brennen. Der Sauerstoff wird dann verbraucht. Und wenn der Sauerstoff ganz weg ist, dann hat das Wasser Platz reinzukommen. Und zum Schluss runden wir das Ganze immer ab. In einer Ergebnisrunde, es wird etwas präsentiert oder es wird nochmal überlegt, was habe ich heute herausgefunden, was konnte ich heute entdecken oder ich möchte euch nochmal was zeigen. Ich finde toll, dass man hier bauen kann, was man möchte. Und ich finde an der Lernwerkstatt toll, dass es hier Dinge gibt, die man zu Hause nicht hat und manche Dinge, die man zu Hause nicht benutzen darf. Du darfst wirklich die Sachen benutzen und du darfst halt auch überall dran gehen. Und wenn du mal was brauchst, dann kannst du es dir einfach nehmen. Es ist sehr schön hier, weil hier sind so viele Experimente. Man könnte hier den ganzen Tag drin bleiben. Ich bin tatsächlich da, um manchmal beratend tätig zu sein. Manchmal rege ich auch etwas an, oftmals stelle ich auch selber einfach Fragen. Ich glaube aber auch, ich bin ein gutes Vorbild. Also die Kinder wissen, ich gehe da auch recht ungehemmt ran und sage auch manchmal, nee, das muss ich auch mal herausfinden oder das wollte ich auch schon immer mal wissen oder so. Und das überträgt sich auch tatsächlich auf die Kinder, das merken wir ganz häufig. 1, 2, 3. Bei uns an der Schule ist es so, dass wir viele Sachen jahrgangsübergreifend machen. Wir haben Paten. Und so arbeitet ein viertes Schuljahr auch mit einem zweiten Schuljahr zusammen in der Lernwerkstatt. Die Kinder können sich da auch wieder gegenseitig unterstützen. Die Kleinen lernen was von den Großen oder die Großen halt was von den Kleinen. Nimmt jeder seinen Part und dann hat er zum Beispiel eine Idee, dann erforschen wir mit ihm oder ich habe dann eine Idee, dann machen wir das auch zusammen. Du machst viel mehr was mit einem Partner, weil es können ja auch öfter schwierige Dinge vorkommen und dann ja, brauchst du dann etwas Hilfe und dann arbeitet man viel mehr zusammen statt alleine. Also ich finde in der Lernwerkstatt liegt natürlich neben dem forschenden Lernen, das stattfindet, ganz viel Potenzial, die Selbstkompetenz der Kinder zu stärken. Die haben ein Erfolgserlebnis, die können selbstbestimmt bestimmten Sachen nachgehen und sie werden wirklich selbstbewusst. Die Kinder haben in der Lernwerkstatt viel mehr Spaß und viel mehr Freude am Lernen, weil sie da nicht in so ein Korsett gezwungen werden. Sie können selber eigenständig überlegen, woran sie arbeiten möchten, wie sie an das Problem herangehen und welche Materialien sie benutzen wollen. Hier kann man sich aussuchen, was man macht. Und beim anderen Unterricht, zum Beispiel bei Mathe oder so, ist es halt nicht so. Wir machen einfach nicht nach, sondern wir erforschen einfach selber. Wir Wissenschaftler das machen. Solche Situationen, wo Kinder frei arbeiten können, selbstbestimmt arbeiten können, ist natürlich eine hohe Motivation. Die sind begeistert, gehen unglaublich gerne in die Lernwerkstatt. Und das merkt man natürlich auch in allen anderen Unterrichtsbereichen. Die sind ganz toll im Problemlösen, in jeglichen Fach. Und ich glaube, das nehmen sie auch tatsächlich zu einem ganz großen Teil mit aus der Lernwerkstatt. Nicht nur als Lehrerin, sondern wirklich auch als Mutter würde ich möglichst allen Kindern wünschen, so in der Lernwerkstatt arbeiten zu können, wie es unsere Kinder können. Es ist so ein wahnsinniger Schatz. Und wenn man es für sich auch mal reflektiert, nimmt man so viel mit nach Hause, was die Kinder allein in einer Forscherstunde so erlebt haben und mitgenommen haben für sich.